Lisa von der Stiftung Bürgermut. Bei unseren Camps gibt es ja immer etwas sehr Leckeres in den Pausen zu essen. Und deswegen möchte ich mit euch heute für das Camp Open Transfer Zusammenhalt ein leckeres indisches Curry kochen. Kocht's gerne nach. Es dauert zwar ein bisschen, aber es lohnt sich wirklich. Und weil zu jedem echten indischen Curry auch Raita gehört, habe ich die Zutaten hier auch noch mit hingestellt. Raita ist ein Joghurt mit Gurke, ein bisschen Tomate und Zitrone drin. So, jetzt werde ich etwas zu den Gewürzen, die ich heute benutzen werde, sagen. Und zwar benutze ich grünen und schwarzen Kardamom, außerdem Kreuzkümmel, Chili-Pulver, Curry-Pulver natürlich sehr wichtig, Sternanis, ein paar Lorbeerblätter, außerdem ganz wichtig natürlich auch Knoblauch und Ingwer. Für den Reiter mixe jetzt einfach ein bisschen Joghurt, Tomaten und Gurken, etwas Zitronensaft und Salz und Pfeffer zusammen.